Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Monster Train mit dem neuen Friends and Foes Update. Und bevor wir richtig loslegen, nochmal ein kleiner Hinweis. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr mich abonniert, mir einen Daumen hoch gebt oder aber auch mich unter Patreon unterstützt. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. So, und wir machen da weiter, wo wir letztes Mal mehr oder weniger aufgehört haben, mit den neuen Helden von Friends and Foes, oder Anti-Helden besser gesagt. Hier sind wir jetzt mit dem Umbra dran, mit Primordium, der die Fähigkeit Buffet hat, die für ihn einzigartig ist und bedeutet einfach, er kann mehrfach verspeist werden und gibt dabei Angriff und Widerstandskraft weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, was bringt das? Wo macht es überhaupt Sinn, mit wem zu schmieren? Schmelzende Relikte hatte ich versucht, um den mal wiederzuholen. Klappt leider nicht, denn er kommt auf einen extra Ablagestab, von dem er nicht wiederholt werden kann. Ups, so. Stygische Wache, die kann sich nicht buffen. Höllenhörner haben nur sehr geringe Buffs, egal mit was wir spielen, fangen nichts an. Das heißt, das einzig Sinnvolle ist, mit den Erweckten eine Kombination zu spielen, weil diese hier auf diesem Zweitauswahlplatz die Wurzelsaat haben, die er dann auch weitergeben kann. Zudem ziehen wir dadurch Karten. Ja, dann versuchen wir es damit. Und ich denke, das wird ganz gut laufen. Daedalus, Arschus und Seraph, der Geduldige. Schauen wir mal, welche Verbesserungen wir kriegen können. So, der Verschlinger erhält Angriff und Widerstandskraft dieser Einheit, wobei er mehr Angriff kriegt. Da wir den eh hochbuffen, ist es sinnvoller, wenn wir sagen, er kriegt 5 Buffet, er kann 5 mal verspeist werden. Und das Weitergeben bringt uns deutlich mehr. Chance von 25%, dass ein Gegenstand 5 Schaden zufügt, wenn sie den Zug betritt. Okay. Wenn es Schwind auf Gegenstand einhält, wenn sie den Höllenglutraum betreten, die hat dafür minus 5 Angriffskraft. Einverstanden, ist besser. So, genische Einheiten kommen mit 10 Rüstungen ins Spiel. Das ist echt krass für den Anfang und dafür, dass wir keine starken Kreaturen haben. Das lassen wir schön bleiben. So. Damit er ein bisschen, also er ist allein ja nutzlos, ne? Deswegen spielen wir einen Zugbegleiter hin. Primordium dahinter, dann wird Primordium von denen 5-mal verspeist, weil er stärker wird. Und wir geben ihm die Wurzelsaat. Dann gibt er nämlich jetzt immer 5 Angriff weiter. Das heißt, wir haben jetzt schon 5x2, macht 10 Angriff auf den vorderen zusätzlich gespielt. Der kommt hier als Schild irgendwie hin und dann beenden wir den Zug. Jo. Schaben müssten wir spielen, 2x einen Schaden zu fügen und den Klickern trifft zu richtigen. Versuchen wir es nochmal. Gut. So. Dann kriegt er einen Schild. Du bringst ihm später nur Energie. Und du gibst dann bitte Angriff weiter. So, jetzt lasst uns schauen. Der stirbt, das ist gut. Schadenschild, dadurch geht er auch nicht runter. Hier kriegen wir noch wieder einen kleinen. Oh, nicht geklappt. Komm, tritt den hinten, geht doch. Einen kleinen dazu, der uns aber an sich nichts bringt. Deswegen, der kommt jetzt einfach mal hier hin. Solange er noch verschlingen kann, sollten wir verschlingen lassen. Waffen wir. Gut, schauen wir mal. Nein, ich möchte gerne hinten treffen. Sehr gut. Ach, schon wieder nur Energie. Naja. So. Er gibt jetzt noch 2x15 Angriff weiter. Das heißt, er vorne wird richtig schön stark. Wäre natürlich geil, wenn wir jetzt noch mal irgendwas kriegen würden mit 2, aber das gibt es halt nicht. So, das können wir gar nicht gebrauchen. Der kann es noch einmal weitergeben und dann ist Schluss. So, wenn wir dann noch ein bisschen Schaden vorher kriegt, machen wir so. Aber ihr seht, wir haben den jetzt dadurch oben auf über 60 Angriff getrimmt. Das ist natürlich auch jetzt nicht schlecht, weil der macht einen One-Hit-Kill. Er ist zwar als letzter dran, sage ich mal. So, du kannst noch ein bisschen Schaden abfangen. Zack. Und der haut ihn quasi direkt aus den Socken. Darauf versuchen wir jetzt zu spielen, dass wir den immer stärker machen und dann irgendwie ihn weitergeben, am besten nicht an so einen kleinen.
Bendig Schadensschild an. Ja, kann gut sein, dass weitergehen kann. Für zwei Mana ist es teuer. Wende zwei Wut und zwei Glutentzug auf eine verbündete Einheit an und bekomme drei Energie. Ist nicht schlecht, wenn man es richtig spielt. Ah, schade, ich hätte gerne irgendwas. Stell bei verbündeten Einheiten seine Gesundheit wieder her und füge den Gegnern zwei Schaden zu. Aber dass die Chance, dass wir das ziehen, geringer. Ja, wir nehmen es trotzdem. Wenn wir wirklich mal viele kleine sind und wir nichts zum Austeilen haben. So, Banner der Umbra wäre natürlich am besten, wenn wir den nehmen. Wir müssen ja hier quasi Kreaturenliste spielen. Hau mal raus, was haben wir? Stell 10 Gesundheit wieder her, füge Gegnern Einheiten 10 Schaden zu. Naja. Das ist schon besser für eine zweite Line. Dann müssen wir hoffen, dass wir was Besseres ziehen. Verbessere eine Einheit mit Endlos. Haben wir, glaube ich, nichts Sinnvolles für, ne? Nö. 3 Schadensschild plus 25 HP. Ach, unangenehm, so jemandem sowas zu geben, aber wir brauchen langsam irgendwas, was ein bisschen aber was aushält. Zu Beginn des Kampfes, Einheit auf jeder Ebene, können wir uns leisten. Bam, bam, nochmal bam. Wenn wir unseren kleinen Schadenzauber ziehen, dann können wir eh gut weitergeben. Hier den. Das ist eine gute Hand. Der hier, zack. Um Schaden zu minimieren. Bam, bam. Stimmt, der braucht nicht viel Platz. Auch gut. So, der kopiert ja eh jeden. Gut, es sind halt zwei, egal. So, und du gibst den Angriff weiter. Ach stimmt, durch den kriegt der... Ah ne, das ist kein eines Abschlag. Alles gut. Okay. Versuchen wir es mal. Vielleicht haben wir Glück und treffen wir mal. Vielleicht haben wir auch kein Glück. Was anscheinend realistisch ist. So. Du kommst hier hinter. Ja, ich könnte das jetzt kriegen, aber die drei Mana bringen mir nichts. Weil ich nichts anfangen kann. Gut, oben kommt ein bisschen Schaden durch. Das sei es drum. Ihr könnt schon mal hier ein bisschen euch aufbauen. Ja. Ah ja klar, wir haben ja Spindel gewählt. Stimmt, hab ich gar nicht dran gedacht. Aber gut, das hätte eh nur zwei Schaden gemacht, von daher, das hätte ich eh in Kauf genommen. So, treffen wir den Hunden. Gut. Meine Güte, ist das denn so schwer? Ja, bringt eigentlich nichts, was wir jetzt machen, ne? Aber sieht toll aus so. Interessant, dass wir auch nur Mana-Viecher ziehen aktuell. Wenn sie irgendwann brauchen, kommen sie bestimmt nicht. Ach, schon wieder, nur Mana. So viel Mana kann ich gar nicht ausgeben. Ja, heim ihn ein bisschen, was soll's. Ah, der hat Reichweite, genau. So, ja, ja, erhalte wieder Mana. Ja. Jetzt schaben wir halt noch ein bisschen rum. So. So, der steht genug da, von daher spielt es eigentlich keine Rolle, was wir jetzt machen. Aber ich will mal zeigen, wie man zum Beispiel sinnvoll basteln kann. So,
Blutentzug macht uns jetzt eigentlich kein Problem. Denn wir haben ja eh das nach keinen Zug. Das heißt, da haben wir nicht Mana gekriegt, bisschen Raserei und das Blutentzug schaden sich. Wir können trotzdem alles mal raushauen. Macht keinen Unterschied in dem Fall hier, weil es eher noch den Schlag noch. Minensturz, fügt der Gegenstand einen Schaden zu und bekomme was? Nein. Fügt drei Schaden zu und zwei. Jetzt mal das Beste. Wende plus 10 und minus 2 maximale Gesundheit an. Also plus 8, das hier macht plus 6 für nichts. Das wäre geil, wenn wir das jetzt am Anfang dann ziehen würden. Ja, rechts gibt es ein Artefakt. Gehen wir da lang. Links wäre Waffe verbessern oder Kreaturen verbessern und eine Umbra-Einheit ziehen. Wendel Schwindel auf Gegenstände, wenn sie die eben unter Höhenclub betreten. Stachelzauber. Das können wir keine. Gut. Dann bleibt es bei dem, ist sowieso geil. Eine erweckte Einheit, Reichweite, rufen, erhalte 40 maximal Gesundheit dazu und verhalte 2 Dornen. Verjüngen, wenn sie geheilt wird. Ja, der ist eigentlich schon gut, um was auszudünnen, aber es ist die schlechtere Variante, weil wird halt nicht direkt stärker, ne? Ne, ich hoffe, dass wir einfach noch nicht für Heilung ziehen. So, füge 10 Schaden zu, besiegen, füge einen Abschlagstapel, eine bleibende Kopie dieser Karte hinzu. Multischlag, erlöschen, füge deinen Abschlagstapel, eine bleibende Kopie dieser Karte hinzu. Oh, der könnte geil werden, wenn der frisst. Den nur am Leben halten können, indem wir dann was davor packen. Habe ich noch nie gemacht. Ist ein interessanter Gedanke, könnte klappen. Gegenstände einfügen der Vorderseinheit einen Schaden zu, wenn sie sterben. Gut, dafür ist er dann deutlich ungeeignet. Ja, der da los, mein Freund. So, Witz ist, wir haben einen scheiß Kombi. Aber dann ist es immer das Beste, dann ihn hier zu stärken. Ja, ich weiß, ich kann sie nicht sinnvoll spielen. Aber immerhin, ich hab sie dann schon mal. So, gut, dann kommt er hier hin. Komm, irgendwas treffen wir, oder? Gut. Wir haben hier genug Platz, um die Dinger rauszuhauen. Kriegen zwei davon. Mischmalzbricken, die werden eh fressen. Machen wir das. So, können jetzt trotzdem noch einmal Schaden rauskloppen, um neue zu kriegen. So, Schadenschild. Ja, klingt gut. Du wirst wieder stärker. Und hier 100 sind zu platzieren, ist totaler Nonsens. Aktuell. Ja, wir brauchen auch, wie ihr seht, mehr Platz. Schwindel ist geil, kann für eine Runde nicht angreifen und wird Aktion auf Verrechnungsfähigkeit an. Das Problem ist, so lange kann ich ihn nicht schützen. Deswegen, er wird den Schaden in Kauf nehmen müssen, leider. So, mit Graben kommen wir hier eventuell weiter. Schon wieder Pech gehabt? Jetzt aber. Genau. Bringt zwar wieder nur Energie, aber gut. Bam. Bam. Und hier unten dann Bam. So. Ach cool, wir können die Mine angreifen. Ich dachte, das geht immer durch. Ach okay, nee, dann sind wir davor geschützt, dadurch, dass ich bin. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich geil, das ist eher weniger geil. Allerdings können wir uns vielleicht viele kleine Tierchen machen. Schaben hat
eine Zweidrittel Chance, den zu treffen. Hier unten kann ich alle killen. Versuchen wir es. Cool. So, euch knallen alle weg. Toll, ne? Ich find's auch geil. So, geil wäre natürlich, den jetzt hier vorne zu haben, indem er den frisst und so weiter, aber das wird nicht klappen. Von daher lassen wir das. Können ihn einfach noch verbessern. Sei natürlich, wir stellen jetzt hier vorne hin. Lebensraum bringt nichts, da komme ich als erster dran. Komm trotzdem mal hier, falls der stirbt. Ich dann eine Idee. So. Okay, gucken wir mal. Ja, wenn ich die Bombe wegmache, zack, bleibt er stehen. Jetzt haben wir ganz viel zum Spielen. So, der gibt das nur noch einmal weiter. Huch, hab ich jetzt verguckt. Ich sag gerade, dass er das irgendwie 5 gekostet. Echt nicht verguckt so? Okay. Gut, egal. So, Lebensraub. Ja, bauen wir den Lebensraub aus, meinetwegen. Ja, egal. Auf der Hand bringt mir auch nichts. So. So, der ist jetzt auch schon ziemlich geil. Wie gesagt, den kleinen könnte man wirklich stark machen. Schaben wir mal. Immer noch nicht. Schaben wir mal. Kommt, Leute. Das fand ich jetzt ein bisschen heftig, aber ist egal. Wir können es ja noch einmal Mana holen. Und nochmal schaben. Yay, endlich mal getroffen. Schön. Gut, hat nichts gebracht, aber wir haben getroffen. Ja, das Problem ist, er hat auch unerbittlich, der Bock direkt durch. Auf dich ist es tatsächlich jetzt sogar besser dadurch. Nee, Quatsch, mal wirklich, der ist. Stimmt, das heißt ja nur, dass er weiterkämpft. So. Zwei Wut bringt bei dir jetzt ein bisschen was. Mann, haben wir viel Energie bekommen. So. Der hat Lebensraum, das heißt, der bringt hier vorne was. Dich können wir hiermit ziemlich geil machen, weil du Doppelschlag hast. Ja, also auf der Ebene kriegt man jetzt. So, Platz, 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 Platz. Kopie eine Nugget-Einheit. Nimm verschlungene Einheiten auf die Hand zurück. Ja, das könnte auch gut kommen mit unserem Typen, wenn der tot ist. Zieh eine Einheit und wende plus 20, plus 20 und 0 an. Ist auch nicht schlecht, aber das ist besser. So. Reichweite. Ja, 7 plus 3. Du bist gut. Und Platz. Definitiv Platz. So. Erhalte eine Umbra-Einheit. Ja, wir bräuchten jemanden, der fressen kann. Kopiere eine Karte. Verbessere einen Zauber. Höllenglut entfernt. Ne, hier lang. Erstmal gucken wir aber, wie wir den ausbauen können. 8-mal Buffet. Oder 5-mal Buffet. Und er nimmt Statuseffekte mit, aber wir haben glaube ich nichts mit Statuseffekten, was wir sinnvoll weitergehen.
Zumindest nicht sinnvoll, oder? Ich überlege gerade. Nö, nö, nö. Da ist das besser. So, erhalte eine Umbra-Einheit. Krass. Das Mana kriegen wir sogar eventuell zusammen. Einfach nur, weil es geil ist. Also, ne? Muss ich mal so sagen, wie es ist. Oh, das ist ein Problem. Die Nageltreiberkolonie vermehrt sich. Ja, ich habe gedacht, ja, macht eine Kopie, ist schon klar, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie dann komplett uns ausfüllt. So. Egal. Müsst ihr ja mal loswerden. Genscheine, komm mit zwei Zauberschilden spielen. Nee, nicht gut. Kriegen wir auch keine, unsere kleinen Tierchen nicht. Eigentlich können wir aktuell wirklich mal einhalten. Eile. Es ist eine scheiß Kombi, Leute. Ja, hier bei dem Deck muss es halt laufen, ne? Läuft gerade. Und zwar ziemlich schlecht. Gott, ne? Ja, die werden wahrscheinlich alle durchschrocken. Da kann ich auch nicht wirklich was gegen tun. Jetzt habe ich auch wieder die Wahl. Schicke ich die beiden hoch? Oder versuche ich die beiden zu killen? Oh, das ist nicht mal. Okay. Okay, jetzt ist es langsam kritisch. Könnte ich machen, bringt mir aber nichts. Ah, ist aber ein wirklich schlechter Start für die Runde. Lieber Charlie. Ja, nur der hier, den kriege ich nicht ganz gut. So. Es hat getroffen. Danke. Schlinger plus 2 in Lebensraub. Aber dass ich es kopiert, das ist gut. Das kannst du weitergeben. Ja, du bist eh nur ein Schild. Ja, das Problem ist halt, der vermehrt sich zu schnell. Das wusste ich nicht. Der kann unser ganzes Deck irgendwie kaputt machen. Das will ich nicht. Nimm verschlungene Einheiten zurück, bringt mir nichts. Immer noch sinnvoll zu einfach nur, damit wir die Nuggets kriegen. Damit wir den ein bisschen buffen können. Gut, ich heile jetzt noch ein bisschen. Salts. Ja, damit du genug Schaden wegsteckst. So. Genau, piekst ihn! Ja, du kannst ja noch ein bisschen rumspeisen. Ja, ansonsten habe ich ehrlich gesagt gerade nichts Sinnvolles. So, was hast du? Wird dein Kampf ausgelöst? Okay. Ja, leider haben wir dies noch nicht so Mana gezogen. Ich sag ja, wenn wir es mal brauchen, werden wir es nicht ziehen. Theorie bestätigt.
So, du gibst das noch ein bisschen weiter. Gut. So, nimm verschlungene Einheiten zurück. Können wir jetzt so gut machen. Bis dahin ist nämlich eh vorbei. So, wahrscheinlich ist meine Hand zu voll. Kleiner Moment, da werden wir erstmal uns ein bisschen befreien müssen. Überlegung gerade wie noch. Ja, das war's. So. Ja gut. Sie hat volle AP. Gut. Piek sie ihn los. Eigentlich geil, ne? Dass sich das noch so aufteilt. So, ihr seid meine Helden. Es gibt keine Alternativen. Das ist immer noch sinnvoller. Gut, damit hat das schon wieder gegessen. Zack. 10 Einheiten, wende plus 5 mal x und minus x. Wende einen Schadensschilder, verbinde Einheiten, drei ungewöhnliche oder seltene Nuggets auf die Hand. Ja, aber es ist ja keine Verschlungfähigkeit. Deswegen schaut es wohl noch das Beste. Heilzauber haben wir keine, lass dann absteigen, heile sie. Stelle die volle Gesundheit, verbinde Einheit wieder her und tausche dann Angriff und Widerstandskraft dieser Einheit aus. Puh. Ich überlege gerade, das heißt, der wird super stark, aber geht dann sehr schnell drauf. Naja, heilt ihn voll. So. Ja, rechts ist jetzt sinnvoll. Erstmal werden wir jetzt euch los. Ich habe gedacht, ihr werdet gut, aber ihr habt mich enttäuscht. Weg. So, kommen uns Artefakte an. Stachelzauber. Ey, hätten wir Stachelzauber gespielt. Gut, Einheiten wären billiger, das ist dann das nächstbessere. Nö, bei zwei zur Auswahl. So, kann man irgendwas sinnvoll kopieren? Eigentlich schon, ich finde den ziemlich geil. So, auf jeder Ebene Gegner, akzeptiert. Oh, ihr schwindlig. Könnte ich mal irgendwie eine coole Kombi anfangen haben? Na, ich verlange das zu viel, ne? Abträchtig. Hätte mich bestimmt nehmen sollen. So, einer überlebt theoretisch. Das müssen wir natürlich genial zu verhindern. Oh, sehr nett. Ja, woanders setze ich nichts hin aktuell, das könnt ihr aber mir glauben. Ja, wir bräuchten halt noch einen, der wirklich gut ist, aber wir ziehen keinen. Deswegen müssen wir diesen, wie sag ich's denn mal nicht, Alternativen abfinden müssen. 5, 11, dann wäre direkt tot. Wir könnten ihn jetzt unten hinstellen.
einen von den Kleinen da vorne als Kugel fangen, wird er bald zwei Stück wegrocken wenigstens. So, machen wir so. Ja, und du gibst deinen Stärkeklatsch weiter. Ja, man kann nicht alles haben. So, stell die volle Gesundheit. Dann vermeide ich dann tausche mit ihr. Wenn ich jetzt bei dem mache, der geht auf 55 HP. Wir heilen ihn voll. Dann hat er noch 5 HP. Nein. Fällt mir gar nicht schwer, eine Entscheidung zu treffen. Warum nicht? Geht auch. So. Du bist jetzt einfach nur da, um Prügel zu kriegen. Ja, dadurch, dass der Schild dazu kriegen, werden die jetzt untergestärkt. Ne? So. Ja, Sharp zum Beispiel wird jetzt immer nutzloser. Die Wahrscheinlichkeit, dass er damit einen Kling, ist halt sehr gering. Witzig, ich muss es trotzdem versuchen. So, hier kriegen wir eine Kopie. Zack. Das heißt, wir können Produktionsrisiken machen. Das heißt, dich können wir nochmal verstärken. So. Jo. Du kommst hier hin zu verteidigen. Wollen wir alle verschlungenen Einheiten aufnehmen? Oh, das verbraucht sich ja vor allem auch gar nicht, ne? Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir den hier erstmal richtig buffen. So, und jetzt können wir. So, was hast du denn? Dann sollten wir dich weiter auf Schadensschild spielen, ja? Hat auch ja gesagt, ne? So. Ja, wie gesagt, es ist schwer, die am Leben zu erhalten. Scheißrüstung dann. Was hast du? Reichweite. Du greifst alle an. Gut. Hab es verstanden, wahrgenommen, akzeptiert und bin unzufrieden darüber. Ja, du kannst noch Stabpolitur weitergeben. Das hier. Ja, und wir erst dahin. Ich weiß nur, die ganzen anderen Resten nicht wirklich was anzufangen. Du kommst hier hin, bringt aber nichts. So. Yay, Flächenschaden. Lebensraub.
Ja, unser Höllenklo kriegt gerade ganz schön auf den Sack. Wende zwei Wut und zwei Glutentzug. Ja. Ein Schadenschirm verbindet Einheiten und drei ungewöhnliche. Oder spiel ihn. Ah, er verlangt den vollen Platz. Was ich auch verstehe, muss ich gestehen. Gut, dann machen wir das so. Wir spielen dich auf Schadenschild. Gut. Bäm, ach stimmt ja. Aber da schon wenigstens ganz viel von seinem Leben drauf geklaut. Jetzt sieht man es eigentlich schon. Wir haben die Sache gewonnen, was auch berechtigt ist, und wir haben uns viel Mühe gegeben. Und dann, da ist er weg. Diese hin. So, jetzt bitte mal jemand, der gut essen kann. Warum kriege ich noch Zauber, Leute? Wir haben zwei Schadenschild, sechs Wut und drei Glutentzug an. Ehrlich, ich brauche nichts davon, weg damit. Ich verbrauche zum nächsten Zug zwei Karten weniger, aber nur dauerhaft ein Ding mehr, ist okay. Glutkarten entfernen, Kreaturen verstärken, Überraschung, Zauber verstärken. Wir bräuchten eigentlich stärker Schadenzauber. Obwohl ich das ungern erste Seite hergehe, aber wir haben auch keine neuen Einheiten. Daher. Lass eine Einheit auf die untere Ebene herabsteigen, wenn es verschwindet. Den Hagen finde ich immer geiler. Kann man sich mal zur Not eine Kreatur zum Leib halten. So, plus 10 magische Kraft. Also auf den Ding nehme ich. Wir brauchen ja, dass wir das kurz machen. Permafrost, der bleibt auf der Hand. Naja. Einen billiger machen. Ist dann der, denke ich, ganz gut. Gut, versuchen wir es damit weiter. Wie gesagt, wir haben leider noch keinen, der gut fressen kann. Was ich echt tragisch finde. Naja, ich mag den ja eigentlich lieber unten, aber der kann auch ziemlich geil werden. So, was dürfen wir auf der Ebene jetzt nicht? Wird aussehen, wenn du auf dieser Ebene Zauber spielst. Gut, machen wir nicht. Versprochen. So. 11 Schaden. Da ist es. Nugget. Ich würde allerdings gerne Zauber spielen. Was macht das nochmal? Der macht den, glaube ich, für ein ganzes Spiel. Aber nur für meinen Zauber auf der Hand. Das heißt, wenn es der letzte Zauber ist, den ich spiele, bin ich raus. Aber allerdings nicht genug Mana dafür. Zieh mal eine Karte mehr einfach so. Dann auf dich halt. So, nächstes Zug haben wir viel Mana. Vielleicht können wir unten unseren fetten Typen hinstellen. Muss man hier aufpassen. Schwindel, das ist okay. Zack, da ist er.
Viel Spaß damit, Leute. Ja, gut. Als Schild mehr brauchen wir erstmal nicht. So. Wieder zaubern. Okay. Gerade da, wo wir es jetzt bräuchten, wieder mal, ne? Gut. Gib mir einen Moment. Ich verstärke mich dann jetzt einfach. Ach ja, der ist auch Zauberpunkt teuer. Nehmen wir zwei Blut und so weiter an. Bringt nichts, weil da Zauber ist. Und das aber nicht mit Mana. Ja, komm mal einfach hoch, komm. Ja, können wir nichts Sinnvolles weiter. Das kommt bei denen an den Bergelfen gerade so ein. Zack. So. Oder haben wir unten einen? Jo. So, haben wir ganz viele von euch. Was machen wir denn damit? Schadensschild, das heißt. Ich weiß doch nicht wirklich was. Wenn ich so drüber nachdenke. Du brauchst auch viel HP noch, um zu leben. Gut. So, der bufft sich jetzt auch schön. So, hier und kein Zauberspiel. Okay. Wahrscheinlich haben wir gar keinen Platz dafür, aber das Kostenlosen kommt immer wieder, ne? Gut. Schadensschild wäre hoch. Schadensschild wäre vielleicht gut. HP sowieso. Jo, läuft. Ja, Mana, glaube ich, brauche ich nicht. Ja, kein Platz mehr. Spielen. Genau wie ein Schwindel. So, Schaden. Ja, könnte hier klappen. Könnte immer noch klappen. Klappt doch. So, lass mal laufen. Komm, Kumpel, du kommst nicht mehr da unten durch. Wisst ihr was? Wir sparen uns das jetzt mehr als einfach. Ihr habt, wie gesagt, ihr keine Chance. Ja, 200, ne? Standardangriff, also. Yay, geschafft! So, Verbrauch. Erhält zweimal Mana. Mhm. Das ist nicht so toll. Verbrauch, wenn du drei Wut. Ein Multischlag und 4 Glutentzug an. Multischlag? Kostet uns dann aber ewig Glut, ne? Also. Ja, kann mal so ein Finisher werden.
Ich hätte nur trotzdem wieder gerne einen, den ich essen kann. Gut, Platz. Unglaublich, dass wir sowas nicht ziehen. Ja, mit Einheit ist jetzt hier auch Schluss, wie ich sehe. Ja, ein Feld haben wir dann hoch. Gut, schauen wir mal, Geld. Dann kommen wir noch hier zu einer Verbesserung. Ja, nehmen wir 12-mal Buffet. Einheit nahe zum Verbesserungsplatz. Ja, kann gut sein. Wenn ein geheilt wird, haben wir nicht. Jetzt verbessern wir noch. Wird größer, 15 Angriffe, 40 HP. Ja, wie gesagt, du bist ja auch ziemlich geil, wenn du killst. Eigentlich können wir den komplett. Das ist aktuell unser Bester. So, machen wir uns auf zum Kampf. Ne? Da lädt aber jemand lange. Und lädt. Und lädt. Und brennt. Nein, kleiner Schatz. Ah, jetzt hat er's. Mit 5 Dornen. Nein, danke, verzichten wir gerne. So, Begeisterung an Verbindeinheiten. Erhalten Multischlag. Das ist ja sehr unschön. Gut, wir haben niemanden wieder, den wir toll füttern können. Warum soll das auch anders sein? Ich überlege gerade, wenn wir niemanden haben, dann dürfte das ja auch nicht triggern, oder? Nach der nächsten Kampfrunde wird diese Einheit von der vierten Einheit ohne Verschlungenfähigkeit verschlungen. Müsste klappen, meines Erachtens, ne? So. Ja, das bringt uns, wie gesagt, auch nicht wirklich weiter. Du kommst hier schon mal zu Defin. Zieh nicht zu 2 Karten weniger, minus 1, ne, plus 1 pro Zug im Rest des Kampfes. Ich brauche die Karten. So, wen haben wir denn? Ja, du bist ganz nützlich. So, wenn ein Charger verbündete Einheiten an, nimmt 3 ungewöhnliche seltene Nugget-Einheiten auf die Hand. Problem ist, es reicht nicht, ihn zu verbessern. Das können wir auch nicht machen. Fehlt jetzt genau ein Mana, ist aber ärgerlich. Ja, aber ich kann nicht 2 Mana direkt verstreichen lassen. Ne, nehmen wir erstmal das. So, der stirbt ja eh. So. Ja, du kommst hier unten hin. Nee, das überlebst du nicht, ne? Gut, dann lassen wir das. Ah ja, das wäre jetzt toll. Verbrauch, wende 3 Wut, einen Multischlag und 4 Glutentzug an. Selbst damit kriegen wir den nicht tot, aber wir müssen es versuchen. Ah, ist gefährlich. Ist gefährlich. Bräuchten einer, die eigentlich stirbt, idealerweise. 11 Schaden. Chance zur Recht, ne? Cool. So, du kommst hier hin. Dadurch kriegen wir wieder ein bisschen Mana dazu. Gut, dann kommst du hier runter. 2 Schaden und 2 Heilung. Tja. Ja, läuft gerade nicht ganz so wieder. Ja.
So, Yuna muss erstmal einen fetten Tank. Ja, so gerne wir den Erstschlag geben können, dann rockt er nämlich immer einen mindestens. Füge 3 Schaden zu. Oh. So. Du wirst gebufft. Nochmal. Und nochmal. Oh, wir müssen eigentlich mal auf den hier oben schauen, oder? Gut, der mit Schadenschild kommt erstmal eine Weile aus, weil die nicht angreifen. Ich überlege gerade, wen wir schützen. Unsere Panzer hier unten oder unser Tierchen hier oben, der geht so über daher. Er ist gar kein Platz. Gut. Hey, der ist geschützt. Zack. Ich hab Pizza. So. Ach, der bleibt immer noch stehen. Aber egal. Das kriegt dann unser Ding oben alleine. Zweimal einen Schaden ernsthaft, die können wir raustun, wenn wir das mal können. Bringt uns auch nichts, die zu spielen. Denn wir wollen, dass sie einfach stärker werden. So. Schaden kriegst. Von daher, das Beste ist, wir spielen eigentlich nichts. Sei denn, wir kriegen den auch irgendwie tot, das glaube ich aber nicht. Das können wir machen, schadet nicht. Können wir den noch hochziehen, dann haben wir Ruhe. Stell die volle Gesundheit wieder her, tausch dann Angriff Widerstandskraft. Nö, es läuft eigentlich gut, wir kriegen den auch so hin. So, das reicht. Immer das ist krass, wenn man viel Angriff hat, ist der hier dann wieder nicht so schlimm. Zack. Zwei Schadensschild. 6 Wut und 3 Glut hinzu. Füge deinen Abwehrstatus-Timer 3 Wut dazu, finde ich nicht schlecht. Schadenhöhe von Dunn zu. Ha, Heilzauber wären billiger, bringt auch nichts. Doch. Eigentlich hätte es verkaufen sollen, wäre noch besser. Egal. So, letzte Ebene. Ja, links können wir Karten entfernen, Zauber verstärken und zwischen heilen. Rechts kopieren, Kreatur verstärken, Gold. Ich gehe mal davon aus, wir machen lieber das. Denn diese kleinen Schadensdinger hier, der nicht, den haben wir verbessert. Aber diese anderen hier, da können wir nichts mehr anfangen. So, oh nee, ihr habt recht. Wir sollten erstmal schauen, was gute Artefakte gibt. Zu Hindern des Kampfes 4 zufällige Einheiten aus deinem Deck auf die mittlere Ebene. Ne, das lassen wir, das geht dann durcheinander. Deine erste Nugget-Einheit in jedem Zug spielt, ziehe eine Karte. Das ist gut. 5 Einheiten plus 1 pro Dornstabe. Aha. Wäre nicht schlecht, wenn man Dorn hätte. Gut, verbessern Zauber und der wird billiger. Magische Kraft. Ein Zauber mit einem Ball, der kommt also jedes Mal wieder. Ah, wir haben aber nicht so viele Plätze. Das wäre doch schön. Wo ist er? Da, nee. Da. Wenn wir den immer wieder kriegen würden, dann können wir immer zufällig Schaden verteilen. Das war eine Chance, das zu kriegen. So, der macht mehr Flächenschaden und mehr Heilung. Oder wir machen das, besiegen eher was. Ich denke, das ist besser.
So, wir können auch einen billiger machen. Ja, nehmen wir den. So, gucken wir erstmal, ob es neue, bessere Sachen hier gibt. Alle Buff-Effekte einer gegnerischen Einheit entfernt werden. Unwahrscheinlich. Kommen wir zwei Lebensraum ins Spiel. Oh, ist okay. Irgendwie wird stärker, schadet auch nicht. So, und da es die letzte Ebene ist, können wir mal versuchen, hier ein bisschen Kohle rauszuschmeißen. So, mit plus 20 magischer Kraft und Verbrauch. Ja, machen wir halt einen von denen gesehen. Was ist ein Zauber mit minus 1? So, in der verbraucht er nicht, aber den können wir jetzt kostenlos spielen, ist auch nicht. Gut. Dann auf zum letzten Gefecht, wirklich. Jede Runde anwendet Kampfanfähigkeit auf eine vierte Einheit an und erhält Angriff bei Versammlung und Verzauberung. Puh. Okay. Muss uns dann noch ein Detail genau anschauen. So. Wird auch süß, wenn du auf dieser Ebene einen Nicht-Dagel spielst. Plus 3 Angriff permanent. Wird auch süß, wenn du auf dieser Ebene einen Zauber spielst. Plus 1 Angriff. Gut. Wir müssen also sehr, sehr vorsichtig spielen. Warum habe ich den eigentlich immer am Anfang? Da, wo man ihn nicht braucht. Egal, kommst du jetzt dahin? Ja, am Anfang minus 2 Karten ist echt krass. Ja gut, die sind schwach, das hält mir halt ein bisschen mit dem Haus, okay. So, jetzt dürfen wir idealerweise... Ja. Idealerweise da nicht spielen. Den können wir uns hochziehen. Und den runtersetzen. Ja, das andere bringt nichts. Das heißt, der würde drauf gehen, mal einfach gesprochen. Wie viel Platz braucht der? 3? Der hat nur 5, der will 6 Plätze haben. Da oben darf schon besser noch kein Zauber hinspielen. Das ist blöd. So, klar, Mensch, ich könnte den auch voll heilen, dann Angriff und Abwehr tauschen. Bringt aber auch nichts. Ganz ehrlich, ich bin gerade zweifel, wie es richtig machen. Stell die Gesundheit einfach mit einer Einheit wieder her und tausche dann, ja, wir sollen schützen können, das ist natürlich geiler. Ja, das bringt alles. Oh, wir können auf den spielen, aber wir haben davon ja nichts. Ja. Gut. Also das war eine schwere Runde. Muss das gut hierher kommen. Den müssen wir am Leben erhalten irgendwie. Wir haben natürlich passenderweise nichts gezogen. Okay.
Der zählt ja nicht als Einheit. Das heißt, wenn ich hier spiele, fahren wir zumindest einen Schadenspunkt ab. So, wenn du mal irgendwie kriegen solltest, kannst du das verstärken. Das Deck hier ist wirklich nicht für den ausgelegt, muss ich mal so sagen. Ja. Verschlungen, der Verschlinger hat plus 2 in Lebensrauch. Ist die Frage, wie schnell der Vorsätze. Der fängt 8 ab. Okay. Ah, der zweimal angreift. Okay. Mal gucken. Oh, der kriegt aber Schaden. Und macht Schaden. Muss aber am Leben bleiben. Nur der Kräfte anziehen, müssen nur einen kriegen. Nur Glück haben. Ich beende meinen Satz hiermit. Wir haben kein Glück. Das Problem ist, dass ich 30 Schaden. Und das können wir nicht verhindern. Ach, ich darf auch den Zauber nicht dahin spielen. Ja gut, die Strategie ist, wie gesagt, bei denen echt fehlgelaufen. Glaube ich nicht, dass ich das gewinnen kann, oder wir das gewinnen können. Jetzt wollen sie aber wissen. Drei, vier, fünf Attacken müsste ich irgendwie hinkriegen, dass er das aushält. Naja, ich darf keine Kreatur spielen, weil er sonst wieder Stärke hat. So, ich überlege gerade, ob es sowas wie eine Lösung gibt. Der Hund ist mein einziger Starker, den kann ich auch nicht aufgeben direkt, oder? Fünf Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich den hier unten mit hinspiele, stärkt den seinen Angriff nochmal. Allerdings bleibt der am Leben. Für einen Zug. Ja gut, der hat hier auch nicht viel drauf. Ich bin dafür, wir versuchen es einfach. Achso, Tor 3, stimmt ja. So, stimmt. Der Platz reicht auch gar nicht. Gut, damit hat sich die Sache, denke ich, erledigt. Wie gesagt, die Strategie können wir nicht fahren, nicht die Weiße. Ich
Letzte Welle jetzt schon? Ach, schön. Und seine Fähigkeit bleibt noch bestehen. Umso besser. Könnte sonst auch Spaß machen. Das ist das Beste, oder? Wir gewinnen jetzt nur noch durch den? Das ist so geil. Das ist schon wieder traurig. Ja, ist egal. So, kommt. Wenn wir das hier. Ja, da haben wir ohne unsere Strategie zu fahren durch unseren Dicken hier gewonnen. Komisches Gefühl, muss ich gestehen. Aber gut, gewonnen ist gewonnen. War doch der letzte, ne? Genau. Ja gut, wie gesagt, das hat einigermaßen gut geklappt. Hätte besser klappen können, aber es kam leider auch nicht das, was ich mir gewünscht habe. Ich verabschiede mich dann. Bis zum nächsten Mal, wo wir dann, ja, ich glaube, das müsste dann das letzte sein. Die Schmerzen und Relikte, ne? Mit den Friends and Foes Update testen. Und bis dahin sage ich tschüss, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!